Herzlich willkommen zur dritten Folge Democracy for Alpha Deutschland auf Schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Und da haben wir den internationalen Literaturpreis. Hat eine deutsche Schriftstellerin gewonnen und der Tourismus steigt um 12% und es geht um einen Roman, um einen Landstrich und deswegen wollen die Leute wie bekloppt, keine Ahnung, ins Breisgau fahren. Goldie Gold schlägt übrigens noch ein anderes Spiel vor und ich liebe Tropico und das ist so der Moment, wo ich am Wochenende einfach mal die innere Diktatorin aus mir raushole und versuche, die Inseln zumindest zum Funktionieren zu bringen. Allerdings, ich kann das mit diesem Einsperren kriege ich trotzdem nicht hin. Also ich habe da so eine innere, selbst in diesem Spiel, so eine innere moralische Grenze, die Leute einfach einzusperren, schaffe ich nicht. Also die müssen schon Verbrecher sein, das funktioniert. Ja, Tropico finde ich auch ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Let's Plays angeguckt. Ich habe es auf meiner Wishlist stehen, wenn es mal im Angebot ist, ob ich das mal eventuell mir hole. Aber allein, es fehlt die Zeit irgendwie im Moment. Aber Tropico ist tatsächlich auch ein cooles Spiel. Und tatsächlich, jedes Tropico-Spiel, wenn du das kennst, beginnt ja mit den Worten dem im Spiel da hilft. Das hier ist der Ernst des Lebens und ist auf keinen Fall ein großer erwachsener Mann, der in einer Sandkiste sitzt. Da sind wir wieder bei der Sandbox oder Sandkiste im Kopf. Stimmt. Also das kommt aus dieser Ecke. So, das habe ich auch tatsächlich damit verbunden. Ja. Penultimo, ja. Ach, es wird mal wieder Zeit. So, Situation. Streik bei der Bahn. Nicht schon wieder. Na, es ist kurz. Es nähert sich. Also, das ist auch ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ja. Und wir haben eine Headline, die Nachrichten berichten. Heute Abend ein wütender, klassischer Oldtimer Oldtimer- und Gebrauchtwagenhändler Siegmund erklärt, wie die Regierung, wie von der Regierung eingeführten Emissionslimits sein sonst blühendes Geschäft kaputt macht. Siegmund hat seit 20 Jahren sein Geschäft, aber diese Politik hat es fast unmöglich gemacht, dass er irgendetwas verkauft. Tja, er sagt, eine weitere Stimme verloren für die Science Party, aber so ist es halt. Wir gucken uns mal die Emissions... Die sind auf Low. Hallo? Mach dir mal nicht ins Hemd, Siegmund! Ja, es ist eher eine Sache, die ich hochsetzen würde. Ich glaube, es hackt. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken würden, ein Gesetz zu machen, was sich damit auseinandersetzt, würden wir wahrscheinlich eher die Oldtimer-Ausnahmen hinzufügen. Ja, dann würde ich sagen, okay, für die Autos kommen, ist egal, die paar. Ja. Und Belana, total richtig, was du im Chat sagst. Siegmund hat Angst. Ja. Sein Geschäft wird nicht kaputt gemacht. Er hat Angst davor. Das ist Angst ist so ein starker Treiber, was solche Sachen angeht. Das wäre auch übrigens nochmal spannend, bei den einzelnen Sachen, die wir hier besprechen, genau solche Ebenen nochmal mit reinzunehmen. Also was löst es bei jemandem anders aus? Ja. Angst ist halt eine Emotion. Und ist erstaunlich. Ich frage mich in letzter Zeit sehr häufig, wie viel wir so als Gesellschaft auch leisten können, wenn diese negative Energie und diese Wut tatsächlich in Entdecken, in Verändern, in Machen enden würde. Also das ist irgendwie total toll. Aber stattdessen ist es die Emotion, die überwiegt und weniger die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven. Ja.
Ja. Aber vielleicht kommen wir da noch hin. Vielleicht. Ich werde diesen Aspekt mal im Hinterkopf. Warte mal. Ich schreibe mir das mal aus. Dann habe ich es hier neben mir liegen. Auslösende Emotionen für die Politiken, die wir machen. So, dann gehen wir mal kurz die Problemchen durch. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ist ein ganz kleines Stück es ist vorhin angestiegen und ist jetzt gleich geblieben. Interessant. Dann Fettleibigkeit. Hat einen Knick nach unten gemacht. Aber bleibt fast konstant. Die Asthma-Epidemie ist sogar ein Stück nach oben gegangen. Oha. Internetkriminalität ist ganz leicht am Absinken. Ganz leicht. Die Bürgerwehren, das geht runter. Das gefällt mir sehr gut. Unser Alkoholmissbrauch. Oh, jetzt fängt an, dass unsere Politiken tatsächlich Wirkung zeigen. Geht massiv nach unten, das ist gut. Organisierte Kriminalität ist ein Stück nach unten gegangen. Der Trend geht weiter. Und die Antisocial, rücksichtslose Verhalten und Vandalismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses und so weiter und so fort. Das geht auch runter. Das ist schön. Und unser Defizit ist, unsere Einnahmen sind hochgegangen, weil wir haben die Tabaksteuer und auch Alkoholsteuer eingeführt, Tabaksteuer erhöht. Und die Weltwirtschaft wächst im Moment und unser BIP geht hoch. Das ist ganz gut. Ja, so sieht es im Moment aus. Das heißt, das kann nochmal Wirkung zeigen. Ich hätte jetzt... Du hast gesagt, wir wollen uns um die Wirtschaft kümmern. Eine Sache, die ich ganz gut fände gegen die organisierte Kriminalität, wäre... Also, die ich noch so im Kopf hätte, wäre, dass wir Zeugenschutzprogramm etablieren und dann Richtung Wirtschaftsproblematik gehen. Ja, finde ich total gut. Dass, als wir das letzte Mal gespielt haben, hat es gezeigt, es braucht relativ lange, bis es anschlägt. Aber wenn es dann wirkt, dann ist es ein erstaunlich mächtiges Instrument. Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch noch so im Kopf. Das war bei Law and Order das Witness Protection Program und es kostet nur 2 politischen Einfluss. Ja. Gewaltverbrechen und die organisierte Kriminalität gehen dadurch runter. Also für relativ wenig Geld. Also führen wir das mal ein. Also organisierte Kriminalität dauert einfach 3 Jahre. Und da würde ich tatsächlich volle Möhre reingehen wollen. Ja, ich stimme dir zu. Okay. So, Wirtschaft. Da habe ich gerade auch nochmal drüber nachgedacht, ob mir was einfällt, wie wir Probleme, die wir ja sowieso haben, vielleicht mit anpacken können. Ja. Und eine Sache, die sich bei dem Alkoholmissbrauch auch nochmal zeigt, oder so 2 Dinge, das eine war Arbeitslosigkeit und das andere war Armut. Ja, ich gehe nochmal drauf, um das zu Alkoholkonsum. Armut, Arbeitslosigkeit. Und dann haben wir auch noch die Geschichte mit der relativ ungesunden Ernährung und den hohen Lebensmittelpreisen. Und diese 3 Dinge gemeinsam würde ich gern anpacken mit einer Gesetzesinitiative im Bereich Landwirtschaft. So dieses kommunal-städtische Lebensmittelanbau. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Ist es bei Public Services? Nee, ich glaube... City Farms. War das hier? Oh ja, City Farms. Genau, bei relativ günstig. Und meine Hoffnung ist, dass wir dadurch ein Stück weit einen positiven
die Arbeitslosenzahl beeinflussen können. Ja. Was ja dann wieder dazu führt, dass das Einkommen steigt und so. Ja, wär ich dabei. Das heißt, hier führen wir es mal ein. Wir tun jetzt was für die, also die Pharma finden es gut und die Anzahl der Pharma geht nach oben. Wo würdest du es positionieren? Ich würde bei 2 politischem Kapital bleiben wollen. So hier? Ja. An diese. Nicht gut. Okay. Gut. Und vielleicht finden wir dort in dieser Kategorie noch 1-2 andere Sachen, die uns hilfreich erscheinen. Also so in der Nachbarschaft. Economy war das, ne? Achso, in der... Genau, bei Economy war das. Da wären wir wieder beispielsweise bei diesen Regionalentwicklungsgeschichten oder den Small Business Grants. Ja, also hier haben wir die ländliche Entwicklungszuschüsse. Kostet 13, kann durchaus relativ teuer sein. Oder die Kleinunternehmerförderung. Gefällt mal ausnahmsweise den Kapitalisten. Ich glaube, ich würde das andere besser finden, weil es da indirekten Einfluss hat auf die Arbeitslosenzahlen. Ja. Ja, was für einen ländlichen Raum zu tun, ist tatsächlich eine großartige Sache. Das würde ich jetzt mal, da wäre ich auch voll dafür. Also es kostet viel, ja, aber die Auswirkungen aufs Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, könnten uns gut tun. Ja, und interessant ist auch, Rail-Usage geht hoch, Car-Usage genauso, aber natürlich, wenn sich draußen was entwickelt. Ja, aber würde ich tatsächlich machen wollen. Also, okay, fängt in der Mitte an mit fast 2,5, also mehr als 2,5 Milliarden. Poor Earnings gehen hoch, das ist super. Unemployment, der Impact ist fast minus 7%. Das ist schon mal eine Sache, ja. Willst du es auf 2? Die Arbeitslosenzahl wiederum oder die Arbeitslosigkeit wirkt sich ja dann auch wieder auf den Alkoholkonsum aus, auf die Ernährung, auf diese ganz vielen anderen Bereiche. Ja. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Um deine Frage zu beantworten, ich kann mir gut vorstellen, das in der Mitte zu lassen, würde auch hochgehen. Da müssten wir nur überlegen, ob wir das mit irgendeiner anderen Steuer gegenfinanzieren. Weil es schon teuer ist. Ja, nee, ich würde es dann erstmal so lassen. Tatsächlich. Und quasi die Sanierung des Haushaltes an einer anderen Stelle einschieben. Okay, dann haben wir den jetzt. Okay, und jetzt sind wir auch direkt auf 0 damit. Gut, bevor wir nächste Runde machen, Edelhack, herzlich willkommen erstmal. Hat sich Physik gewünscht. Und das würde ich doch direkt mal machen. So. Ich habe hier ein kleines Experiment vorbereitet. Hab's gleich. Das ist ein wenig fummelig. Ich bin echt gespannt, worauf das hinausläuft. So. Hier habe ich eine lustige Konstruktion. Ich habe hier ein Badezimmerventil. Die verbindet, ist im Moment geschlossen, es verbindet den großen Ballon oben, ich nehme mal ein bisschen Abstand, es verbindet den großen Ballon mit dem kleinen Ballon. Und wenn ich das jetzt aufdrehe, was wird wohl passieren? Ist die große Frage. A, nix. B, der große Ballon wird größer und der kleine wird kleiner. Oder C, der große Ballon wird kleiner und der kleine Ballon wird größer. Der kleine wird kleiner, wird gesagt. B,
Der große wird kleiner. C. Ja, ich drehe mal auf. So. Man hat es gesehen, hoffe ich. Der Kleine ist tatsächlich kleiner geworden. Also das Ventil ist jetzt offen. Und aus dem Kleinen ist Luft in den Größeren geströmt. Das kann man ganz wundervoll zu Hause nachmachen. Ne? Man braucht einfach nur... Aber irgendwo ist hier auch was undicht. Ja, ich hoffe, man hat es am Anfang einigermaßen gesehen. Was hier passiert ist, ist, dass man... Dass der ein oder andere vielleicht intuitiv sagt, naja, das muss irgendwie, dass die Ballons gleich groß sind. Aber, ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr einen Ballon aufblast, dann habt ihr erstmal einen großen Gegenwiderstand. Das heißt also, am Anfang muss man sehr viel Kraft aufwenden, um viel in den Ballon hineinzubekommen. Und dann kommt man plötzlich über eine Schwelle und dann geht es leichter mit dem Aufblasen. Und genau diesen Effekt kann man hier tatsächlich sehr, sehr schön sehen. Nämlich ist der kleine Ballon, der weniger aufgeblasen ist, da ist eine größere Spannung vom Gummi auf das innenliegende Volumen. Und das sorgt dafür, dass von dort aus ein klein wenig mehr Kraft aufgewendet wird. Und wenn man das Ventil öffnet und die beiden Ballons verbindet, wird der kleine tatsächlich kleiner und drückt die Luft raus. Und sorgt dafür, dass das Volumen von dem größeren Ballon sich noch weiter ausdehnt. Da gibt es auch ein großartiges, Erklärvideo zu. Denn dieses Experiment, da bin ich selbst alleine nicht drauf gekommen. Ich meine, auf viele Sachen kommt man ja einfach so. Das ist ein Experiment, was ich von den lieben Kollegen von Methodisch Inkorrekt ja, nicht geklaut habe, aber ich fand das ganz wundervoll, wie Nicolas Wörl das dargestellt hat. Ich poste mal den Link, könnt ihr euch vielleicht später angucken. Also dauert nur drei Minuten. Er erklärt das auch nochmal mit einem schönen Graphen. Das wollte ich jetzt hier nicht live machen, vor der Kamera auch noch versuchen, was zu zeichnen. Aber es hängt halt tatsächlich mit den Spannungen zusammen. Und da, wo Volumen zu Druck, also diese Dinge, wie sich Volumen zu Druck und auch zu Temperatur, Temperatur spielt jetzt bei diesem Ballonbeispiel keine Rolle, aber das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Also wir haben keine gute Intuitivität für das Verhältnis zwischen Druck und Volumen. Wir denken immer so in Maßstäben von größer und kleiner und das Kleine muss doch in das Große oder andersrum, aber Druckausgleich von Volumina und von Drücken funktionieren nach anderen Maßstäben. Das wird da auch sehr, sehr schön erklärt. Also da hat man, ähnlich wie es bei Statistik ist, das Bauchgefühl widerspricht häufig dem, wie es tatsächlich aussieht. Und bei Drücken und bei Volumina ist das ganz ähnlich. Und ja, das kann man mit diesem kleinen Experiment ganz wundervoll illustrieren. Und da hat Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt ein ganz großartiges Video zugemacht. So, ist das auch erledigt? Einfach so. Ja, genau. Aber ich muss anscheinend nochmal die Dichtung in diesem Ding hier auswechseln. Das hat nicht gut funktioniert. Normalerweise bereite ich das vor, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Ruhe. Aber wenn ihr zuguckt beim Experiment vorbereiten, dann ist das immer so eine Sache. Da habe ich anscheinend noch nicht genug Routine. So. Genau. 0 Punkte waren wir, nachdem wir... was hatten wir eingeführt? Ach. Die Small Business Grants hatten wir Regional Development Grants. Ah ja, genau. Die Entwicklung für den ländlichen Raum hatten wir gemacht. Genau. Also nächste Runde. Zack. Also auch schön. Wir haben gerade Farmen in die Stadt gepackt und den ländlichen Raum entwickelt. In einer Runde. Würde ich sagen, geht auch durchaus Hand in Hand. Oh, und jetzt kommen wir direkt zu einer Sache, die natürlich großartig zu Deutschland
passt, Geschwindigkeitsbegrenzung. Also eine Interessenvertretung der Autofahrer hat gesagt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auf unseren Straßen erhöht wird. Ja, also eigentlich ist die Diskussion ja eine andere, weil wir sind irgendwie das einzige Land, was noch auf Autobahnen gar keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und da gab es ja neulich mal dieses unsägliche Institut aus Kiel, was eine Rechnung aufgestellt hat, dass es eigentlich gut ist, dass wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, weil die anderen Länder haben höhere Ausgaben, weil weniger Leute sterben, sondern nur schwer verletzt sind. Also macht es durchaus Sinn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung zu haben. Das haben die wirklich gesagt. Hast du das mitbekommen? Mm-mm. Das Kiel-Institut. Also die Schlüsse waren, es war verklausuliert, aber das sagte das im Prinzip aus. Also sie haben eine Rechnung aufgemacht, wie viel Kosten dadurch entstehen. Also im Prinzip haben sie es nicht so ausgedrückt, aber das war schlimm. Die Geschichte vom Kiel-Institut. Kiel-Institut heißt das. Für Wirtschaftsforschung oder keine Ahnung, was ist irgendeine Auftragsarbeit gewesen. Da drehen sich dir die Zehennägel hoch. Ich würde jetzt einfach auf No Change gehen, weil ich möchte nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung anheben. Ich weiß, also da bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt davon. Okay. Allerdings nervt es mich super. Also es nervt mich wirklich manchmal, wenn ich mit 120, 130 auf einer leeren Autobahn unterwegs bin und nachts einfach nur nach Hause möchte. Insofern ist es halt auch wieder so ein emotionales Ding mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also ich kann total nachvollziehen, dass weniger Leute auf den Straßen sterben. Ich kann auch nachvollziehen, dass es besser ist für die Umwelt. Und trotzdem, und dann kommen wir zu diesem emotionalen Part, scheint es ja so zu sein, dass es Leute das nicht gut finden, dass ihre Geschwindigkeit eingeschränkt wird. Also was ist dann der Trigger? Wenn Umwelt nicht zählt und wenn Überleben nicht zählt, wie kriegt man sie? Ja. Ich wüsste es nicht. Ich denke, dass diese emotionale Sache, es ist halt so... So ein Ding, wo ich immer wieder die Diskussionen höre oder sehe auf Twitter. Okay, ich meine, Twitter ist auch, was das angeht, da darf man sich nicht so viele Sachen durchlesen. Aber dass man wirklich sagt, ja, also wenn wir nicht auf einer Autobahn mal 250 fahren dürfen, dann kommt man ja nie an, wo ich mir so denke, so, echt? Also es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass die meisten Verkehrstote durch zu hohe Geschwindigkeit zustande kommen. Nicht zwangsläufig immer selbstverschuldet, sondern auch fremdverschuldet. Da würde ich sagen, ist es eine Sache, wo man alleine von der Sache herangehen kann. Und es ist eine unglaubliche Einsparpotenzial für CO2-Emissionen, wenn man diese Sachen wenn man die Geschwindigkeit beschränkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr viel Auto gefahren in meinem Leben. Also ich bin locker über der Million gefahrenen Kilometer. Das hängt damit zusammen, dass ich Zivildienst bei den Johannitern gemacht habe, im Rettungsdienst. Und wir haben ganz, ganz viel Krankentransport gemacht. Das heißt, in Bad Oeynhausen, da wo ich wegkomme, ne, da gibt es das Herzzentrum, das gehört zur Uniklinik Bochum. Und wir haben ganz, ganz viele Verlegungsfahrten ins Ruhrgebiet gemacht. Also ich habe nach dem Ende des Zivildienstes ein Dokument bekommen, was mir alleine für die Zeit, wo ich Zivi war, das waren 12 Monate, Fahrerfahrung von 270.000 Kilometern bescheinigt hat. Für nicht mal 12 Monate, weil 3,5 Monate war noch die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Und danach habe ich des Öfteren halt, also so kommt das zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man entwickelt eine Routine beim Autofahren und auch werden höhere Geschwindigkeiten irgendwann auch einfacher. Aber tatsächlich finde ich es sehr angenehm, wenn ich mal nach Dänemark komme, auf Landstraßen überall 80, auf der Autobahn 120, finde ich super. Kann ich viel länger Auto fahren, als ich das in Deutschland kann.
Weil auch wenn ich nicht schneller fahre, habe ich eine größere Erschöpfung durch das viel mehr darauf achten, was machen die anderen. Und ich finde es super entspannt, in Dänemark Auto zu fahren. Oder auch in Niederlanden. Da habe ich jetzt die meiste Erfahrung mit irgendwie. Also da ist es wirklich so mit diesen niedrigen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich kann einfach viel länger am Stück Auto fahren. Und es ist gut für die CO2-Emissionen. Und es gibt deutlich weniger Verkehrstote. Und an der Stelle würde ich sagen, da hilft auch die Technologie nicht, dass wir jetzt plötzlich die Geschwindigkeitslimits nach oben heben können. Ich bin überzeugt. Du bist überzeugt. Ich bin überzeugt, ja. Aber dieses, wie es auch im Chat gerade so als Beispiel geschrieben wird, ja, gerade wenn man nachts dann irgendwie auf dem Weg nach Hause ist und ganz schnell von A nach B möchte, es ist sowieso schon spät, aber dann muss man halt damit leben, dass man sich im Zweifel strafbar macht, dann ist das aber die individuelle Entscheidung. Ja, an der Stelle würde ich das auf jeden Fall sagen. Also ich meine, ich bin auch schon mal sehr, sehr schnell auf der Autobahn gefahren. Auch im Zivildienst, gut, ne, ich war jung und wild und hast nicht gesehen. Aber wenn man nachts irgendwie schnell nach Hause muss, es finden sich dabei aber auch Alternativen. Und tatsächlich ist auch der Zeitgewinn, auch auf einer leeren Autobahn, wird ganz häufig total überschätzt. Wie viel Zeit du sparst, wenn du so wahnsinnig schnell fährst. Also, es geht echt an deine Energie. Ich muss mal gucken, ob ich da was Spannendes... Irgendwann habe ich mal was dazu gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Stichwort ist. Also wie das mit dem Energiehaushalt ist, wie lange du noch aufmerksam sein kannst. Und wenn du dann so ausgelaugt bist davon, dass du relativ schnell fährst, weil gerade nachts ist es auch erschöpfend ab einem gewissen Alter. Okay. Die Autofahrer finden es doof, die Eltern finden es gut. Kann ich sehr gut mit leben. So. Situation kurz bevorstehend. Multinational Tax Evasion. Tja, steht kurz bevor. Wir sind kurz vorm Starttrigger. Dann werden wir uns wohl mal unsere Unternehmenssteuer anschauen müssen. Wobei ich nicht nachvollziehen kann, warum diese drei Punkte es sind, die das beeinflussen. Also gibt es da nicht noch mehr, sowas wie Kriminalität oder so? Das taucht da gar nicht auf. Nee. Also es geht hier irgendwie wirklich nur um diesen steuerrechtlichen Vorgang. Nicht darum, wo das Geld ursprünglich mal herkommt. Ja, genau. Also womit das Unternehmen sein Geld verdient, das finde ich auch ganz spannend. Tja, also es ist auch so ein, also woran das liegt, dass das nur diese drei Sachen sind, also Technologie zu erniedrigen ist jetzt auch keine wirkliche Lösung. Und das Einzige, was ich mir jetzt gut vorstellen kann, wo wir rangehen können, wäre die Unternehmenssteuer. Aber ich weiß auch nicht, wie das ausgestaltet ist gerade. Nee, sollten wir uns jetzt auf jeden Fall angucken. Nicht, ja, ich wüsste jetzt auch nicht sofort, was da der Ansatz wäre. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, ich will noch gerade auf ein paar Sachen aus dem Chat eingehen. Edelhack schreibt gerade, er hat es mal neulich getestet, Durchschnittsgeschwindigkeit hin 130, Durchschnitt 200 zurück und 15 Minuten Zeitersparnis. Ja, man verschätzt sich tatsächlich echt mit der Zeitersparnis, was das angeht, und es kann einen echt auslaugen. Also das auch nochmal rausgehauen. So, Steuern. Wir wollten uns die Sales Tax. Die Corporate Tax. Corporate Tax. Also es geht in die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ein. Also ich bin unschlüssig, ob wir als Reaktion darauf, dass diese Situation ganz kurz bevorsteht, da tatsächlich rangehen und ein klein wenig erniedrigen, obwohl wir ein schreiendes Defizit haben. Also. Es geht mir genauso. Kannst du vielleicht noch mal in die Sales Tax reingucken? Ja. Vielleicht das ja, aber so richtig. Also ich kann diese Logik nachvollziehen, dass wenn gerade auch andere Länder um uns rum eine niedrigere Unternehmenssteuer haben,
dass es für Unternehmen möglicherweise attraktiver sein kann, den Standort Deutschland zu verlassen. Das heißt, entweder machen wir den Standort Deutschland attraktiver, indem wir so diese ganzen Steuergeschichten anfassen, oder wir sagen, wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die einfach in Deutschland sitzen oder in dem Falle jetzt in unserem Land in Deutschland sitzen müssen. Das wären dann halt die kleinen mittelständischen, regional verorteten, lokal verorteten Unternehmen, weil die uns nachhaltiger was bringen. Und bei den anderen kann man überlegen, ob man es anpasst oder nicht. Ja. Ich glaube, ein Großunternehmen, dem es egal ist, wo es seinen Standort hat und vielleicht, oder wir finden noch irgendwas zum Thema internationale Steuern in unseren Gesetzesvorschlägen. Ja, da hätte ich nämlich jetzt auch mal reinschauen wollen, tatsächlich, bevor, also da, hier könnte ich mir eher noch vorstellen, dass wir ein bisschen was senken. Aber wir haben ja auch so schöne Dinge wie die Frequent Flyer Tax. Ja. Da könnten wir mal gucken. 12 kostet es. Ja, finde ich auch gut. Und die könnten wir als Kompensation für eine Erniedrigung der Sales Tax nehmen? Finde ich gut. Dann würde ich mal erstmal, also das kostet 12. Mal gucken, wie Sales Tax, wie viel uns das kostet. Ja, tatsächlich, es gibt einen Discord-Server. Auf dem Twitch-Kanal findest du auch einen Link dahin. Goldi. So, wenn ich da jetzt anfasse. Ach, das kostet nur 2, wenn wir es erniedrigen. Also, wir sind bei 9. Das ist doch die falsche Steuer. Bitte? Oh, Payroll. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Danke, danke, danke. Okay. Kostet 3, wenn wir es erniedrigen. Also, wenn wir jetzt mal. Ich sag mal. Warte. 27,4. Wenn wir jetzt mal auf 25,4 runtergehen, 2 Milliarden, dann könnten wir das kompensieren mit der Vielfliegersteuer und das sind 2 Prozentpunkte. Also viel mehr will ich nicht reduzieren. Ich schon. Ja, okay. Dann sag mal, wie viel. Ich bräuchte mal so einen etwas größeren Vergleich, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was, wie viel uns so in dem. Wenn wir auf 19 gehen, sind wir 2,5. Nee. Also 27,4. Wenn wir auf 19 gehen, sind wir bei 22,4, also 5 Milliarden. Und das sorgt für Armutsrückgang 1,5%. Bisschen mehr. Finde ich schon gut. Ja. Sollen wir mal auf 19 zurückgehen? Ja. Okay. Dann machen wir das mal. Ja. Weil und das, wir, ja? Das müsste ja eine Verbrauchersteuer sein. Also wirklich eine Steuer, von der jeder was hat. Ja, das stimmt. Wenn sie reduziert ist. Ja. Und insofern würden wir damit, das ist ja die Idee dahinter, den Binnenkonsum. Ja. Stärken, was idealerweise wiederum dazu führt, dass die Unternehmen, die bei uns im Land sind, besser ausgelastet sind und so weiter und so fort. Ja. Okay. So, Goldigold hat es auch unseren Discord-Server geschafft. Herzlich willkommen. Jo, und dann machen wir Frequent Flyer Tags, führen wir ein. Und da dann in welche Richtung? Recht hoch? Ja, wir wollen ja auch nicht so viele Touristen, oder? Also sparen wir uns, also 3,75 als Einnahme? Ja, das finde ich gut. Okay. Gut. Wir haben da noch 3. Was wir machen könnten, wäre noch die. Flugbenzin können wir nur senken. Damit. Das wäre halt auch noch eine Idee gewesen. Und dann vielleicht noch diese Plastic Bag Tax. Ah, mal gucken, wie teuer ist die? Fand ich auch ganz gut. Plastic Bag Tax, die kostet 4. Ja, das können wir das nächste Runde machen und einfach mal mitnehmen in die nächste Runde. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf unsere Popularität. Wir schwanken, wir sind so bei 54.
Könntest du mal bitte durchklicken, weil das sind ja wieder nur diejenigen, die überhaupt wählen gehen wollen. Um mal so ein bisschen Überblick zu bekommen, wer mag uns denn wie, mal auf den Kompass zu schauen. Und so. Ja, also das hier sind die, die Einkommen, verfügbares Einkommen. Puh. Votertypen. Ah. Umweltschützer mögen uns ganz doll. Dann kommen die Pensionierten, dann die Armen, Sozialisten, die staatlichen Angestellten, Farmer, ethnische Minderheiten, Patrioten, Liberale, Eltern, Jugend, Gewerkschafter, Pendler, alle, ja, alle, irgendwo hier bei 50. Autofahrer ist nach unten gegangen. Kapitalisten, Selbstständige, mittlere Einkommen, religiöse, konservative und die Reichen sind ganz unten. Gucken wir auf den Kompass, wo wir hingewandert sind. Ich mache mal die Wählerinnen aus. Wir sind ein bisschen in Richtung Liberaler und ein klein wenig weg vom Kapitalismus, aber nur relativ wenig. Das sieht auch so aus, als wären das Nuancen. Ja. Das sind halt wahrscheinlich die Nuancen, die wir regeln, also im echten Leben regeln müssten mit weiteren Verordnungen. Ja, dann gucken wir doch mal auf. Oh Mann, wir haben total wenig Mitglieder. Und kaum Aktivisten. Also wir haben keine fanatischen Supporter anscheinend. Die anderen Partys sind hier am... Die Oppositionspartei ist krass abgesackt. Finde ich auch spannend. Und die hier dümpeln auf einem relativ niedrigen Niveau rum. Es gibt bisher auch noch keinen Grund für AktivistInnen uns zu unterstützen, weil wir keine Politik bisher in diese Richtung gemacht haben, sondern wir haben uns die Probleme angeguckt, haben dann überlegt, wie könnte man die lösen, aber es war nie ausgerichtet auf bestimmte Gruppen. Ja. Insofern wundert mich das jetzt auch nicht, dass da jetzt nicht super viele Leute enthusiastisch sind. Ja, sind das stimmt. Noch Erfahrungs-, also zumindest in den letzten Runden war es so, dass sich das da geändert hat. Ja. Im Zeitverlauf. Und dann waren super viele Leute super enthusiastisch, weil sich dann die einzelnen Entscheidungen, die wir getroffen haben, ausgewirkt haben. Mhm. Ja. Gucken wir mal kurz auf die Probleme. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist ein bisschen hochgegangen. Dann Fettleibigkeit stagniert weiter. Asthma-Epidemie ist weiter ein Stück hoch. Dann Internetkriminalität ist ganz leicht am Absinken. Dann die Bürgerwehren. Diese Situation wird bald vorbei sein. Das ist gut. Das freut mich. Dann Alkoholmissbrauch geht stark runter. Wir müssen der Sache ein bisschen Zeit geben, aber das wird nicht ewig so weiter runtergehen, weil das Community Policing bald voll wirkt. Organisiertes Verbrechen. Ja, das Zeugenschutzprogramm braucht seine Zeit, bis es tatsächlich greift. Und hier die Antisocial Behavior ist auch stark am Absinken. Das ist gut, auch durch das Community Policing. Das sind wir vielleicht los. Und das hat nochmal direkten Einschlag auf die Kriminalität und auf den Tourismus. Das heißt, das ist an der Stelle geht's voran, würde ich sagen. Ja, und vor allem, wenn wir zwei dieser Probleme lösen können, haben wir 4 Milliarden Euro Verlust weniger. Ja. Also dafür, also 4 Milliarden pro Runde mehr, die wir in wirklich coole Sachen stecken können. Und das gibt's genügend. Gut. Dann machen wir jetzt nächste Runde Plastic Bag Tax. Ja.
Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.